Piet ist da und wir werden jetzt mal ein bisschen Fliesen legen. Piet weiß genau, wie das geht und er wird es mir einfach mal zeigen, was er so drauf hat. Und ich packe noch mal eben meinen Laminatschneider auf. Geht ganz schnell. Ich habe ja hier Schlüssel. Pappe. Bitte den Schlüssel. Danke. Geiles Teil. Oder? Mein Arsch. So, los geht's. Läuft. Wir haben eine Fliese einmal ein bisschen malträtiert. Wir werden jetzt noch mal eben kurz im Baumarkt ein Fliesenlochbohrer kaufen. Der macht das Ganze einfacher, weil wir immer die Steckdosen mitten in der Fliese haben. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Jetzt ja jedes Mal mit der Fliesenlochzange rumzuknispeln. Abgesehen davon haben wir keinen Bohrer, der in die Fliese reingeht. Sondern nur so ein Betonbohrer. Das ist schon kacke. Naja, fahren wir mal in den Baumarkt. Läuft gut heute. Nein, wir machen gleich Fortschritte, wenn wir den Bohrer haben. Läuft super. Wir sind jetzt 3,5 Stunden zu Gange oder so und haben schon 8 Fliesen an der Wand. Aber ich finde, sie gut aus. Martin, 1 Sekunde. Das brauche ich. Brauchen wir. Hab ich. Wir kommen mal in den Rollladenkasten raus. Ja, den Rollladenbord. Da brauchst du gar nicht. Brauchst du nicht. Ich habe das auch so gemacht hier. Ich habe das so weggezogen, drumherum gestrichen und fertig. Du schon Bauer. Ja. Kollege. Und außerdem müssen wir das sowieso austauschen, das gelbe Ding. Ja, dann kannst du drüber streichen, das ist egal. Und das Band wird auch ausgetauscht. Gut, du hast gesagt. In dem Fall ist es egal. Du hast es gesagt. So, weiter geht's. Für einen Stift habe, Piet. Ich brauche das ja gar nicht anzeichnen, ich kann es nicht einstellen. Hä? Ja, bis 8 cm kann ich das einstellen. Oh, schief. Gucken wir mal, ob es trotzdem passt hier. Ja, gelacht. Weil die Wände hier auch alle schief sind. Ach, tipptopp. Da kann man die verbohrten Fliesen auch nochmal benutzen. Ich bin ganz begeistert. Aber das passt doch nie im Leben, was du da hast. Halt dich doch mal an. Komisch, passt. Ich hab dich auch gemessen, du Nase. Weißt du, woran das liegt? Das ist, dass ich die Steckdose angebaut habe, als der Boden noch schief war. Daran liegt das. Das liegt daran, dass du die Steckdose schief gesetzt hast. Das liegt nicht am Boden. Ich glaube nicht, dass das daran liegt. Der Fußboden ist schief. Piet! Hinter deinem rechten Fuß. Mein Gott. Am besten müsste ich einen dicken Werkzeuggürtel haben, weißt du das? Du hast auch ganz schön rumgeatmet mit dem Fliesenkleber hier auf dem Boden, ne? Wir haben noch 25 Kilo Sack, ob ich da komme. Nee, guck mal. Ja, das meine ich, wir haben auch 25 Kilo Sack. Das war, glaube ich, ordentlich. Also ich war das nicht. Aber ich finde, eigentlich kann ich das schon sehen lassen. Das erste Mal, dass ich gefliest habe, mit dem zu sehen. Ah, das sind überall Fliesenkreuzungen. Ach, herrlich. Wir sind auch irgendwie ein bisschen tiefer, ne? So,
erste Wand steht. Piet, was sagst du? Sehr schön. Ehrliche Meinung. Letzte Krise. Ein Deck für die Augen. Scheiß die Wand an euch. Als hätte ich es schon mal gemacht. Habe ich auch gerade eben. Ist das schön? Und die Steckdosenlöcher passen auch überall ganz genau. Toll. Ich freue mich. Bis morgen. Okay, jetzt mache ich ein Video. Eigentlich wollte ich ein Foto machen.